Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal. Liebe Leute, nachdem meine Modemarke so explodiert ist, ich schenke sie dir von Herzen gerne. Und mein zweiter YouTube-Kanal, Maximilian, momentan auch ziemlich durch die Decke schießt. Wir haben jetzt in nicht mal 20 Vlogs fast schon 10.000 geknackt. Also wer bei den Daily-Vlogs noch nicht dabei ist, auf jeden Fall reindeifen. Der wird auch erfahren, wo ich dieses Geld auf einmal her habe. 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. So ein Glück musst du mal haben. Aber Leute, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Ihr habt mir unzählige Male das Video geschickt von Leon. Hier hat unser guter alter Gucci Potter. Das fängt bei Balenciaga an. Also ich meine, was willst du denn machen, ne? Anscheinend meine Wenigkeit gegrüßt und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir schauen uns das Ganze an. Ja, was die Marke betrifft, Leute, wir sind natürlich sold out und jetzt schon dabei, die neue Kollektion zu designen. Ich freue mich schon mega drauf. Es wird ich verrate noch nichts. Es wird mehr und mehr dazu kommen in den nächsten. Snippies. Da haben wir schon. Wie viel ist dein Outfit wert? Teure Outfits 2.0. Mit einer Okay, bei Leon kann man Mitglied werden. Ich habe das bis jetzt noch nicht checkt, was man da machen kann. Aber okay. Hose von Gucci. Ah, ja. Wir wollen gar nicht gespoilert werden. Ein bisschen zu shoppen und ja, wir gucken mal, ob wir ein paar coole Outfits finden. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Wie heißt du? Leon. Oi, da haben wir ihn schon. Hübsch wie eh und je mit seinen Locken und seiner Harry Potter Brille. Sehr, sehr schön. Die Kombination, ein blauer Pullover mit schwarzer Lederjacke und dieser Gucci Monogrammhose. Ja, feiere ich nicht, Bro, würde ich nicht genauso selber tragen. Nicht mein Fall, diese Farbkombination. Auf Lilano angelehnt. Leicht farbenprächtig, aber okay, selbstbewusst steht er da, schauen wir uns das an. Was geht ab? Bei mir gut. Wir hatten dich ja schon mal im Video, ne? Richtig. Du bist der sogenannte Fashion Harry Potter, ne? Ah! Der Gucci Potter, ja. Der Gucci Potter. Okay. Ich bin mal gespannt, was du heute wieder anhast, ne? Ich möchte auch meinem Namen treu bleiben, so. Achso, wegen Gucci oder was? Ja. Okay, bin mal gespannt. Okay, sehr schön. Aber finde ich schon mal nice, dass man hier mit Selbsthumor reagiert. Finde ich sehr cool und finde ich sympathisch. Ja, erzähl mal, Schuhe erstmal. Das sind die Gucci Age-Schuhe mit der Biene in Gold. Gucci Age-Schuhe. Ja, kennt man. Also man sieht auch die Gucci Socken und dazu die Gucci Hose. Im Prinzip ja, kann man nichts falsch machen in der Kombi, aber mit dem blauen Pullover und der Lederjacke ist nicht mein Fall. Mit der Biene. Mhm. Hast du neu gekauft oder? Ja, gestern. Gestern? Ja. Also eigentlich alles bis auf die Jacke gestern gekauft. Echt? Ja. Was hast du bezahlt für die Schuhe? Doch 585, glaube ich. Nee, 485, ja. 485? Mhm. Ja, würde ich mir heutzutage einfach nicht mehr kaufen. Gucci Ace ist einfach aus dem Trend, finde ich. Das ist so wie Gucci Converse oder so. Ja. Sind die bequem? Sind die bequem? Sind die bequem? Bequemer als gedacht, ja. Ja? Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Socken? Die Socken sind auch von Gucci, passend zu meiner Hose. Okay, was hast du für die Socken bezahlt? 100 Euro ist schon viel. Davon kann ich mir 200 normale Socken kaufen. Ich sehe das alles gar nicht mehr, voll lauter Socken. Ist schon übertrieben. Ja, warum? Ja, warum kaufst du es dann? Gekauft. Ja, ich meine, es ist passend zum Outfit, das sieht doch gut aus. Ja. Zu der Hose passend nochmal dann die Socken. Ja, ist halt eine Kombi, die relativ aufgelegt ist, aber ja. Okay, was haben wir noch? Hose? Hose ist von Gucci. Die, so eine Gucci-Hose ist teuer, also die kostet schon 800 bis 1000. Gucci-Hose? Ohne Streifen? Ja. Das war mir halt sehr wichtig, weil den Gucci-Streifen kann ich gar nicht. Ist das so eine Jogginghose, oder? Das ist eine Jogginghose, ja, also hier mit dem Bund. Gucci-Streifen kannst du gar nicht ab? Kann ich gar nicht ab, so. Nur bei Hosen, weil an den Schuhen hast du... Ja, bei den Schuhen so finde ich es jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, aber so als solches, ich kann es einfach gar nicht feiern. Er kann es einfach gar nicht feiern, leider. Und ja, die Hose ist ohne Streifen, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, die ist nicht schlecht, Digga, also habe ich bisher noch nicht gesehen, das war was anderes, ne? Würde ich mir aber wegen dem Preis wahrscheinlich nicht holen. Was hast du bezahlt? 1000, also 995, glaube ich, oder knapp, ja. Ja, 995 Euro für eine Jogginghose ist halt übertrieben. Das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt keine Jogginghose von Palm Angels holen würde, wenn ich um 70 Euro genau die gleiche von Adidas bekomme. Es ist einfach eins zu eins das gleiche Design. Insgesamt mit Socken hast du mir 1080 Euro gekostet. 1080 Euro. Bei Gucci. Und das hast du gestern alles gekauft? Bei Gucci, ja. So. Ja, da ist halt die Frage, ob er das wirklich bei Gucci hier in dieser Stadt gekauft hat oder ob er nicht vorher einen kurzen Ausflug nach Gringotts gemacht hat, um hier Kohle abzuheben und sich die Hose dann direkt in der Winkelgasse zu holen. Das weiß ich halt nicht. Nee.
Kommen wir nochmal später dazu, was, wie, woher du das ganze Geld ja. hast. Okay, was haben wir noch? Pullover? Pullover ist mit einem Skelett drauf, dementsprechend Skelett? Das soll ein Skelett. Ja, dieses Braun mit Blau, das geht einfach gar nicht. Dann ja. Okay. Ist natürlich naheliegend, dass Alexander McQueen ist. Alexander McQueen. Ja. Fand ich sogar günstig. Also ich meine, es ist teuer, aber günstiger als gedacht so. Ich dachte, wir machen nur Schuhe, wusste ich gar nicht. Und Schmuck, aber ja, auch anscheinend Pullover. Okay, wo hast du den her? Bei Apropos gestern gekauft. Ach, ja. Auch gestern? Mhm. Da war Cocktailabend gewesen. Cocktailabend? Ja, Zerstörung. Ich habe erst gedacht, ja, gehst hin, kaufst vielleicht jetzt irgendwie eine Sache. Ja. Ja gut, das waren jetzt drei Sachen. Schuhe dort gekauft, Oberteil und dann noch eine Off-White-Hose für einen Kumpel. Ja, ganz normal, er sieht das halt alles gar nicht mehr. Vor allem, wenn man dann noch ein bisschen Limonade getrunken hat, dann schlägt man schnell mal öfter zu. Ja? Vor allem, na, was trinken die dort in Hogwarts? Malzbier? Ja. 50% reduziert von 600 auf 300. Okay, ja. Kann man nicht meckern. War ein bisschen Sale da drüben, ne? Ja, richtig, 50%. Okay, was hast du dafür bezahlt für den Pullover? Hierfür waren es 600, 500. Hose 995, Socken 100, Pullover 665 und das hat er alles gestern gekauft. Das sieht das alles, glaube ich, wirklich nicht mehr. Ja, naja, wenn man geerbt hat von seinem Vater, dann kann man halt gut die Goldstücke abheben in Gringotts und einkaufen gehen. Ich frage mich nur, warum er sich keinen Umhang gekauft hat. Ein Gucci-Umhang würde ihm perfekt passen, finde ich. 80 oder so. 580, ja. Digga. Okay, was haben wir noch? Jacke? Jacke ist von Neil Barrett. New Barrett, Klassiker. Hast du irgendwo gesehen, eine Marke oder so? Nee, ne? Eigentlich nicht, außer hier drin. New Barrett, okay, was hast du bezahlt für die? Für die 1500 Euro. Das ist schon eine Ansage, ne? Das ist schon ordentlich für eine Jacke. Ja. Meine hat ja ein Tausender gekostet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Hält aber gut warm, kann jeden Winter anziehen. Ne? Ja. Lederjacke? Lederjacke mit Neopren, ist ja auch der frühere Designer von Prada. Ist ja naheliegend, dass es kombiniert wird. Okay, was haben wir noch? Irgendwie Schmuck? Schmuck, wie immer halt die Uhr passt gut zum Oberteil. Hör mal, ey. Na, ich freue mich für ihn und seine Uhr. Omega. Omega Speedmaster Limited. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Digga, wenn du so ein Outfit hast, kauf dir mal eine Rolex. Ja. Ich sag's aber nicht, weil ich weiß, dass er dann eine Rolex kauft. Ah, so. Er geht sich eine Rolex holen. Na, dem muss ja gut gehen. Wahnsinn. Ich wollte mir eine Rolex jetzt letztens holen, aber das war eine Datejust mit blauen Ziffernblatt und ich sag so, ich hab jetzt schon eine mit einem blauen Ziffern. Warum war der jetzt gecuttet? Ich hab jetzt schon eine mit einem blauen Ziffernblatt. Warum war da ein Cut? Was bringt es mir so ganz im Ernst? Und da ist auch wieder die Frage, gut, Rolex ist wertbeständig auf jeden Fall, aber will ich jetzt echt mein Kapital binden im Sinne von der Uhr, auch wenn ich es leicht wegbekomme, trotzdem ist hier an... Das erinnert mich einfach an, komm in die WhatsApp-Gruppe, mein Kapital binden. Ja, der steht da, als wäre der ärgste Businessman. Ist wieder die Sache und ich sag so, das brauche ich nicht. Bring aber ich sag mal, guck mal, du hast ja jetzt gestern schon 2000 Euro ja. in Klamotten gebunden. Ja. 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 Oh mein Gott. Und die sind nicht wertbeständig. Richtig, das stimmt. Und du gehst ja bestimmt, keine Ahnung, 2-3 Mal im Monat bestimmt einkaufen, ne? Shoppen so ein bisschen, oder? Mal, jetzt letzten Monat zum Beispiel gar nicht. Okay, okay. Diesen Monat jetzt wieder, ich meine, ist ja auch Winter und Weihnachten. Ich habe so sicher 11 richtig heftige Sneaker. Ich habe 13 richtig heftige Winterboots. Ja. Ein bisschen die Rabatte abfahren. Ja, richtig auch. Okay, was haben wir noch? Dann halt noch meine Armkette. Deine die Armkette, man kennt's. Kette, ne? Richtig. Ja, was haben wir für die? Eine. Na, so sind wir auch Leon. Okay, Gucci, Gucci. Gucci Potter. 20 Euro. 120. Ja. Okay, was haben wir noch? Boah, ich glaube, das wär's sogar. Die ist mal relativ. Nur mal, ja, gut, meine Brille noch. Ja. So, 300 Euro knapp. Ja, und halt Parfüm. Ah, hast du jetzt irgendwie ein Zauberparfüm? Parfüm. Hatten wir ja letztes Mal. Parfüm? Warum sage ich das jetzt? Parfum. Was hattest du letztes Mal? Letztens hatte ich Aventus, Creed Aventus Cologne. Cologne. Ja, das ist Aventus. Ja. Riecht auf jeden Fall gut. Aber was hast du jetzt drauf? Jetzt habe ich Tom Ford Ut Wood und Tom Ford King Fabulous.
Hat zwei verschiedene Parfüms. Richtig, einmal Oud Wood kostet um die 200 und Fucking Fabulous ist ja das teuerste von Tom Ford für 400 Euro irgendwie. Beim ersten Mal hat er das Fucking rausgeblendet und jetzt zum zweiten Mal drin gelassen? Ford Oud Wood und Tom Ford Fucking Fabulous. Jetzt ist draußen? 100 und Fucking Fabulous. Und jetzt hat er es drin gelassen? Fabulous ist ja das teuerste von Tom Ford für 400 Euro irgendwie so. Okay. Ja, für 100 Milliliter. Was und geht. Zwei verschiedene Parfüms, warum? Also kann man die kombinieren oder? Ich finde gut, weil einmal hast du das eine sehr gut und holzlastig und bei Fucking Fabulous. Und der ist nochmal drin gelassen. Kann ich gar nicht sagen, was die Zusammensetzung ist, aber es riecht. Aber das müsste er doch von Professor Snapes in Zaubergetränkekunde oder wie das Fach ist gelernt haben, das wüsste ich nicht. Elegant finde ich. Und das finde ich in der Kombination zu der Hose und allem passt es halt sehr gut. Und jetzt im Winter mit dem Oud. Meint er, die Hose lässt sich gut mit dem Parfum kombinieren? Habe ich das richtig verstanden? Also ja. Hast du jetzt aber nicht gemacht, so einen Preis zu drücken, ne? Hä? Nein. Okay, super. Dann haben wir alles, ne? Ja. Hey Leute, Gesamtaufschlagpreis bin ich jetzt hier. 4.680. Ein wieder ein teures Outfit, vor allem die Sachen hast du gestern gekauft, das sieht man, dass sie auch noch neu sind. Ja, sauber. Wie machst du das, Digga? Ich habe beim letzten Mal schon gefragt, komm, hast du eine Ausbildung? Ich mache Ausbildung, verkaufe minimal mal Sachen noch im Internet, wie die Off-White-Hose, die werde ich verkaufen. Also gut, ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr so gut weg. Ja, aber da macht man ja nicht so viel Geld. Du bekommst man auch nicht richtig. Auch. Und dann mache ich noch ein bisschen Aktien und ein bisschen Ford. Aktien? Sind das die Marktanteile, die man bei Axe kaufen kann? Also formmäßig, ja. Ja, und da machst du das große Geld, oder? Das große, es geht immer größer, aber ich mach gut Geld. Okay, ja. Ja, da gratulieren wir natürlich herzlich. Freut mich für ihn. Ja. Super, das wär's dann auch. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Boah, auf jeden Fall. Folgt mir noch auf Instagram. Grüße gehen raus an Maximilian oder wie er auch heißt. Wie heißt du? Grüße gehen raus übrigens Maximilian, für alle, die es immer noch nicht gecheckt haben. Ja Freunde, ich würde sagen, damit war es das für dieses Video. Ich habe es wieder mal sehr unterhaltsam gefunden. Wenn es auch euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und Freunde, seid dabei auf meinem Vlogging-Kanal. Wie gesagt, Daily Upload, Daily Vlog hier auf dem Kanal Maximilian in der Infobox nochmal verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir, euer Maximilian. Ich habe locker 11 richtig fertige Snippies.